Moin zusammen. Ja, seit längerer Zeit mal wieder ein Video von mir. Ich habe ein bisschen gewerkelt in der Werkstatt und habe mal versucht, ein Messer zu bauen. Scheitel logischerweise auch dazu. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, hier ist es. Scheitel, dunkles Braun, schwarze Naht oder dunkel, ganz dunkelgraue Naht. Wie immer bei mir ein bisschen fleckig, damit es nicht so langweilig aussieht. Jo, ganz kleine Öse. Für einen Dengler zum Durchziehen oder dann halt für einen Hals zum ja, Lanyard reinmachen oder was weiß ich. So, das ist dann das Messer. Hab so leichte Anleihen am Necker genommen. Enzo Necker, weil ich das ja von der Form her ziemlich handlich finde. Die Klinge ist ein bisschen länger geworden und ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera richtig sieht. Ja, doch, man sieht es. Anschliff geht nicht bis ganz hoch, etwa bis hier. Wir haben hier einen leichten, ganz leichten Rekurs, also einen ganz leichten Boje drin. Ja. Das ist Edelstahl, die Nieten. Ja, das Holz ist Eiche. Das habe ich so circa 2 Tage, also das ganze Messer in Öl eingelegt. Da hat sich das richtig vollgesogen. Das ist so ein bisschen gegen die Maserung geschnitten. Versucht das mal ein bisschen ranzuholen. Ich gehe mal noch ein bisschen ran. Macht es für mich ein bisschen einfacher. Ja. Da habe ich dann hier noch solche schönen Schlieren drin. Das fand ich ziemlich gut. Leider habe ich diesmal keine drunter gemacht. Wie gesagt, das war so der erste Versuch, mal alles selber zu bauen. Man sieht auch, der Anschliff ist ein bisschen ja, nicht ganz optimal. Also so passt er. Aber halt hier habe ich einen ganz kleinen Rekurs drin. Aber nicht mit Absicht. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel gefeilt an der Stelle. Ja, und die Spitze ist halt auch ein bisschen, ja, ich sag mal, dicker gewesen, bevor ich die Faser angeschliffen habe. Wie gesagt, das ist eigentlich alles mit der Hand gemacht. Von daher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe auch geguckt, dass der Griff eben nicht zu schlank ist. Das hat mich beim Necker zum Beispiel ein bisschen gestört. Da ist der Griff ein bisschen, ja, ein bisschen wenig in der Hand. Dann habe ich hier hinten noch so eine ganz leichte Mulde drin, muss man ein bisschen weiter hinten fassen kann. Ich will jetzt nicht sagen hacken, aber das geht dann schon besser. Für mich halt ein Vierfingermesser mit meiner kleinen Hand. Ja. Wer größer hat, dann denke ich mal eher ein Dreifingermesser. Liegt für mich gut in der Hand. Ja, denke ich, die Form werde ich auch nochmal bauen. Habe ich auch härten lassen von den Bekannten. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen YouTube-Kanal hat. Instagram-Account werde ich mit einblenden. Da könnt ihr ja mal gucken, der baut auch gerne Sachen selbst, auch Messer und so weiter. Auch generell so alles so, was mit Handwerk zu tun hat. Ja, gut, das wäre mal so meine Vorstellung. Name hat es noch keins, vielleicht kriegt es noch eins. Ja, der zukünftige Besitzer wird sich, denke ich, ein bisschen freuen. Vielleicht kommt ja dann nochmal ein Video dazu und ja, wie sich so im Alltag schlägt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Das war es auch schon wieder von mir. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut.